Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. So, ich hoffe, Sie sind alle fit an diesem Morgen und auch nach dem Spiel am Samstag, dass Sie sich wieder erholt haben nach diesem Krimi. Und bevor ich aber tatsächlich jetzt an Thorsten übergebe, einmal natürlich den Risikohinweis. Bitte wieder lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken, keine Handelsempfehlung und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Und wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann gerne hier an der Stelle pausieren. So. Dann sage ich auch nochmal offiziell guten Morgen, Thorsten, und übergebe jetzt den Bildschirm. Wünsche Nee, natürlich. mach mal noch nicht. Ich habe den Risikohinweis noch nicht zu Ende gelesen. Die Zeile 2, die habe ich da nicht verstanden. Die mit den Verlusten und so. Kannst du die noch mal erklären? Schicke ich dir ausgedruckt per Post und per E-Mail. Okay. So. Mal gucken, wo wir einen richtigen Bildschirm erwischen. Ja, auch aus meiner Richtung guten Morgen und danke dem Nelson Cardoso Neto, der wahrscheinlich das Unentschieden gegen die Schweiz schon verkraftet hatte. Er klingt noch ein bisschen geknickt, aber naja, richtig, richtig geknickt ist er dann, wenn sie nach dem Achtelfinale nach Hause fahren dürfen. Irgendwie wusste ich das, dass du das sagst. Ja. Ja, wir haben heute mal pünktlich angefangen, weil ich auch pünktlich aufhören muss. Und warum haben wir pünktlich angefangen? Wenn ihr das Bild seht, das ist mein Blick heute Morgen aus dem Wohnmobil. Wir haben den ersten Tag richtig schönes Wetter. Die Sonne scheint, es ist fast windstill. Da unten liegt mein Bötchen und der Fisch da draußen wartet. Von uns geholt zu werden. Wir werden uns nachher mal ein bisschen um Meerforellen und Heilbutt kümmern. Mal gucken, was da geht. Wir sind, ups, in Norwegen angekommen. Seit circa 4 Tagen sind wir hier in Norwegen, nachdem wir durch Schweden sind, eine kleine Bärensafari gemacht haben und diese leider ohne Bären, aber dafür mit anderen Tieren, die man selten sieht, erfolgreich hinter uns bringen konnten. Wir haben uns Biberbauten angeguckt, wir haben Schwarzspechte fotografiert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben sogar einen Auerhahn gesehen. Ich habe überlegt, ob ich ihn mitnehme. Immerhin ist es ja das Wahrzeichen der Brauereien. Ne? Würde ja gut zu uns passen. Was machen wir hier heute? Wir gucken uns an, welche Setups wir eventuell handeln können und welche wir heute handeln würden. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, nicht so viel, aber ein bisschen was, um einen kleinen, mit dem Ton stimmt was nicht. Okay. Ja, du bist gut zu hören. Also, alles gut. Fische schreien, wenn man sie tötet. Das verleitet. Ja. Gut. Muss ich jetzt nicht. Österreicher. Weißt du, wie Fisch geschrieben wird? Habt ihr überhaupt Wasser? Ihr habt doch so ein schlechtes Grundstück erwischt, oder? Also, wir haben den DAX ja geschortet, wir haben ihn short gehandelt und um auch aufgrund der letzten Positionen auf ein paar Sachen einzugehen, habe ich unsere Position, weiß nicht, kann man das hier erkennen? Sonst muss ich es ein bisschen größer machen. Weil immer wieder diese Fragen auftauchen, handelt ihr auch das, was
was ihr hier immer so schön erzählt. Ich habe hier die Position aus meinem Account eingezeichnet. Hier unten habe ich wirklich Glück gehabt. Da ist er sauber in den Take Profit gelaufen. Wir haben uns hier oben nach dem Flaggenende einstoppen lassen, knapp unter der 12,7 und sind unten raus bei der 12,450. Ihr könnt das nachlesen, das war unser Ziel. In unserem Facebook-Account bzw. in unserem Blog kann man das ebenfalls nachlesen. Und wir haben dann die nächste Position gehandelt von der 12,570 kommend bis zur 12,330. Nochmal 200, 240 Punkte. Wer weiß, dass mein Monatsziel bei 200 Punkten liegt, haben wir alleine damit 2 Monate eingefahren. Leider Gottes hier ein bisschen früh ausgestoppt worden, dann nach dem Rücklauf hier ein bisschen eng mit dem Stop ran, aber auch das kann man nachvollziehen, wo wir gestern gesagt haben, wir schmeißen die ganze Geschichte raus. So, jetzt muss ich mal meine Position suchen. Da. Diese Position habe ich dann gestern, nachdem ich aus der Short-Position rausgeflogen bin. Unser Ziel war 12,3, die hat er geholt und dann am Rücklauf hat er mich dann rausgekegelt, knapp über der 12,3. Alles gut, viel besser kann es eigentlich kaum funktionieren. Habe nachher nach diesem Lauf hier mich entschlossen, eine kleine Long-Position aufzubauen und diese habe ich heute Morgen Break-Even abgesichert. Vorher war sie unter diesem Tief besichert. Warum haben wir das gemacht? Bup. Wir gehen hier mal in den Daily und wir sehen, hier ist der erste Anlauf, der ist nicht geglückt. Wir haben hier einen Doppeltop. Dieses Doppeltop hat er jetzt genutzt, um massiv abzuverkaufen, nachdem wir zum Zinsentscheid hier eine kleine Klatsche gekriegt haben, die uns ziemlich weit zurückgeworfen hat. Aber seitdem geht es auch massiv nach unten. Und wenn wir uns diese Aufwärtsbewegung nehmen, sehen wir, dass hier unten bei 12,260 Schluss sein musste. Das ist das erste Ziel aus dieser Bewegung. Jetzt könnten wir zurücklaufen bis an diese Kante. Deswegen habe ich gestern auch gelongt. Auf Fragen gehe ich nachher ein. Diesen Rücklauf hier bis dahin, den würde ich einkalkulieren. Auf jeden Fall nach dem Rutsch gestern einen Rücklauf bis an diese Unterkante. Ja, die Marken müsst ihr mitschreiben. Ich sitze hier im Wohnmobil, muss auf dem Laptop arbeiten. Das ist nicht ganz so einfach. Also auf jeden Fall ein Rücklauf möglich bis an dieses Tief hier, 12,450. Die könnte geholt werden, wenn die 12,450 zügig durchgehandelt wird. Nach oben haben wir auch die Möglichkeit, bis an diese Kante, bis an die 12,6, 12,650 zu gehen. Hier werde ich definitiv neue Shorts starten, weil wir, ich nehme jetzt mal den Fibo und den ganzen Kram wieder raus. Da. Weil wir haben diese Abwärtsbewegung hier über diesen Zeitraum hier vollzogen. Da. Und wir hätten jetzt eine faire Chance, diese Nummer zu duplizieren. Und die will ich gerne laufen lassen nach dem erfolgten Rücklauf. Dann haben wir nämlich unser eigentliches Ziel, was wir anvisiert haben, die 11.400. Wir kommen sogar inzwischen an die 11.300 hier unten. Und da wir hier dazwischen keinen weiteren Halt haben, außer
die Kopie von dieser Bewegung darunter. Wir haben hier unten keinen Halt mehr. Hier gibt es nichts, was ihn irgendwo bremsen könnte bis da unten hin. Und ich habe irgendwie das böse Gefühl, dass das hier das maximale Ziel sein wird für diesen Sommer. Dafür haben wir den Juli, August noch Zeit. Kurzer Halt an der 10.8, das ist das alte Hoch aus 2016, September 2016, glaube ich, genau, stehe auch da. Da oben ist die alte Bremse gewesen. Der Ausbruch über diese Kante hier, der lange gedauert hat, über 3 Monate, dieser Ausbruch hier ist bis heute noch nicht bestätigt worden. Das heißt, wenn er hier unten jetzt sacken sollte, gehe ich sogar davon aus, dass er diese Nummer durchzieht bis an die 10.8. Die zweite Bewegung ist meistens länger als die erste. Das heißt, die erste Bewegung, die haben wir gemacht, da ungefähr 1.100 Punkte von der, stimmt gar nicht, von der 13.6 bis zur 11.6, ungefähr 2.000 Punkte, 1.800, 1.900 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt von der 13.2 bis zur 11.2, dann haben wir schon die normale Bewegung kopiert und ein kleiner Überschuss dürfte dann auch bis zur 10.8 führen. Deswegen bin ich sehr scharf darauf, diese Nummer auch durchzuhandeln. Wir haben uns ein gesundes Polster zugelegt. Können wir uns gleich mal drum kümmern und das ganze Spiel mal angucken. Was machen wir heute? Wir lauern heute als erstes darauf, dass wir im Moment diese Kombination aus Zielbereichen und Euro-Pro handeln. Diese Kombination funktioniert in solchen Phasen wie jetzt sehr gut. Mal gucken, ob ich das von gestern jetzt kriege. Da. Gestern Morgen, kann man auch nachlesen, war ein maximaler Abverkauf angedacht. Wir haben hier unseren Bereich zwischen 72 und 45. Der bewegt sich immer so zwischen 20 und 30 Punkten in der Regel. Dieser Bereich, der darf durchschossen werden. Der sollte bis maximal an die 29 gehen. Nach der 29 war die 88, die 83 und die 88 das Ziel. Und wir sehen, wie er schön sauber diese Nummer abgearbeitet hat und dann sogar an das nächste Hoch, an die 15 gegangen ist. Neuer Tag, neues Glück. Demnach dürfen wir heute wieder runter bis an die 85 hier. Das würde mich überhaupt nicht stören. Das kann er jetzt sogar ziemlich zügig machen. Bis hier runter an die 85, um dann abzudrehen und sich eventuell oben die 1,1733 und darüber dann sogar die 1,1754 zu holen. Wie gesagt, Marken bitte mitschreiben. Mein Handelsansatz oder unser Handelsansatz, viele von denen, wenn ich hier so in die Liste gucke, wer hier alles so rumturnt, die habe ich ja schon mal gesehen. Mit dem einen oder anderen auch schon mal ein Bier getrunken. Mit dem einen oder anderen auch schon mal ein zweites Bier getrunken. Die wissen genau, wie wir damit umgehen. Das heißt für mich heute aufpassen, den Lauf an die 89, an die 85 bis dahin. Wäre das Idealszenario bis darunter. Hier unten eine Umkehrformation abwarten in 5 Minuten. 5 Minuten Chart, einmal kurz umkehren. Egal, ob ein Engulfing oder ein Harami oder ein Durchschuss und ein Hammer oder egal was. Ich brauche hier in diesem Bereich eine 5 Minuten Umkehr. Wenn ich die habe, will ich diese Umkehrformation nutzen, um mir eine Long-Position hier reinzupacken, beziehungsweise um dort aufzustocken. Wir sind ziemlich
satt unterwegs. Wir sind schon ganz gut bestückt, was die Position hier betrifft. Wir sind schon ziemlich vollgesattelt und ich würde hier lediglich versuchen, meine Position nochmal aufzustocken, wenn ich in der Lage bin, meinen Stop für die Gesamtposition dann weiter nach oben zu ziehen und besser abzusichern. Das würde in dem Fall heißen, wenn ich mir dieses Spiel angucke, haben wir hier ein massives Tief. Wenn ich hier aufstocke bei der 85, die er sich wahrscheinlich jetzt gleich ziemlich zügig holt, da bei der 85 rein, dann gehen meine Stops mit etwas Luft hier unter die 1,1670 für die gesamte Position. Alles, was ich mir hier unten greifen werde, wird dann die Gesamtposition hier unter 1,1670, werden alle Stops nachgezogen, damit da ja nichts mehr schief geht. Die Eröffnung sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So, jetzt können wir den hier schon mal. Ja, ich bin mit 40 Dachsen hier unterwegs und lege meinen Stop unter diese Tiefs. Da bin ich bei 15 Punkten, 15, 16 Punkten. Das ist mein Tagesziel. 15 Punkte mal 40, kann man sich ausrechnen, sind $600, dann bin ich da heute sehr gut gewappnet. Mein Ziel ist es ja, bei dieser Art zu handeln, bei dieser Art zu arbeiten, und ich suche mal Alleinstellungsmerkmale. Und unser Alleinstellungsmerkmal oder eins der Alleinstellungsmerkmale ist bei uns, glaube ich, auch, wir tun das. Punkt A, wir tun das, was wir sagen. Wir analysieren nicht nur und sagen, hier, guck mal, da könnte man und hätte, wenn und hätte, hätte Fahrradkette, sondern alles, was wir sagen, das tun wir, auch wenn es zwischendurch mal wehtut. Wie heißt es immer schön? Mund abwischen, weiter essen. Ich habe dazu hier mal ein bisschen was vorbereitet, damit man auch mal sieht, wie das wehtun kann. Das hier ist der 14.6. zum Zinsentscheid. Das heißt, er hat mir hier meine gesamte Performance, alle aufgestockten Positionen, hat er mir am 14.6. während der Pressekonferenz, das war da rausgekegelt. Ein paar morgens, das ging ja alles noch gut, da haben wir ein paar Stops nachgezogen, dann nahm man das, als das Ding abging, wie Schmitz Katze, ein paar Dachse im Gewinn, die Position war sehr groß und hier fängt es dann an, weh zu tun, hier hat er mir meine Performance völlig zerlegt. Aber das heißt im Endeffekt trotzdem Mund abwischen, weiter essen und dazu will ich die ermutigen, die manchmal verzweifeln, weil sie fürchterlich was an die Backen gekriegt haben und sagen, scheiße, ich kann es dann doch nicht. Das hilft überhaupt nichts. Da muss man einfach mal in sich gehen und einfach sagen, okay, entweder ich mache das jetzt, oder ich mach den Job jetzt weiter oder ich lasse es. Das sind meine ganzen Positionen vom, na komm her, vom 29.05. Das ist der ganze Monat bis heute. Mein Ziel liegt bei 200 Punkten und das sind die geschlossenen Positionen mit allem Gewinn und Verlust, auch mit den Verlusten und das sind die offenen Positionen, die im Moment laufen, die wir auch bis zum Ende laufen lassen. Und der ist gezogen heute Morgen um 6:29 Uhr. Also, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wie können wir jetzt hier verfahren, wenn er jetzt diese Nummer hier nach unten nicht macht? Wenn er die jetzt nach unten nicht durchzieht, dann warte ich ab, bis er den Bruch von der 1,1720 nach oben vollzieht. Ja, kann ich gleich, Daniel?
Hier, wenn er diesen Bruch nach oben vollzogen hat, dann geht es ziemlich zügig wieder ab. Ich würde in dem Fall den Bruch nach oben abwarten, dann die Bestätigung von dem Bruch hier und dann aufstocken. Plan B, hier unten den Lauf an die 85 bis 89 abwarten und dann aufstocken. Daniel hat gerade die Frage gestellt, Moin Thorsten, im Euro liegt der 61er bei 1,1720, müsste man sich dort keine Short-Position suchen, da wir klar im Abwärtstrend unterwegs sind, kannst du nochmals erklären, warum das Szenario bis zu 1,20 gehen sollte. Diesen klaren Abwärtstrend, den teile ich erstmal nicht. Wenn ich hier bis zur Stunde gehe, sind wir hier ganz klar im Aufwärtstrend. Wir haben unten erstmal alles abgearbeitet, was geht. Ich gehe gleich noch eine Zeiteinheit höher. Da. Demnach hätten wir jetzt, er kann es hier noch so eine Weile rumdümpeln. Diese Nummer hier deckt sich ganz knapp mit einem Fehlausbruch aus dem Kanal bis zur 85. Und wir haben seit dem 20. Juni ganz klar eine Bewegung nach oben. Wir haben eine Aufwärtstrenddefinition. Wie man sieht, Bewegung, Korrektur, zack. Kurz eingekeilt, Bewegung, jetzt korrigieren wir wieder ein bisschen und wir haben hier drüber alles kaputt gemacht, was irgendwie wo nur geht. Da haben wir schon mal einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Ganz übergeordnet haben wir ja einen Abwärtstrend, der hier jetzt nur einen Doppelboden gebildet hat. Und aus dem Doppelboden heraus, wenn ich diese ganze Bewegung nehme, dürfen wir hier hochlaufen bis an den 61,8er. Da haben wir die 1,2070. Das wäre das nächste Ziel. Und wenn wir den Doppelboden nehmen, falsch, ups. Das geht jetzt auf dem Bildschirm, auf den ihr hier guckt, nicht so schön. Ja, sehr gut. So, diesen Doppelboden nehmen und das Ziel daraus aktivieren. Da nach oben, dann kommen wir sogar nach der Doppelbodennummer sogar bis zur 1,2170. Das ist das Erste. Na komm, raus damit. Verstanden? Hoffe ich doch. Wenn nicht, wiederhole ich alles für dich ab dem guten Morgen. Nur für dich. Hier ist nächstes Mal eine Strafzettel weniger. So. Dazu haben wir hier die Abwärtsbewegung. Wenn diese Marke bricht, aktiviert es fast das gleiche Ziel, fast auf den Tick genau identisch. So. Wie das, was hier von oben kommt. So. Zack. Und dann sehen wir hier fast auf den Tick genau, wenn diese Marke hier nach oben durchschlagen wird. Die 1,1720, hier, dieses Hoch, was er jetzt gebildet, wenn das durchschlagen wird, wird für mich sofort dieses Ziel 1,2070 aktiviert. Wir haben unterwegs noch kleine Macken hier an der 1,1950, an der 1,1990. Da rechne ich aber nicht mit großen Rückschlägen,
sondern hier rechne ich nur damit, dass er hier ein bisschen bremst, wer diese Nummer mithandelt, wer damit unterwegs ist. Nicht lange irritieren lassen hier an der 1,1950, 1,1990. Wenn man hier oben an die 50 kommt, dann darf er eventuell sogar noch mal runterlaufen und dahin, um dann die nächste Bewegung zu aktivieren, die dann hier hochlaufen sollte. Hier oben an der 21,70 werde ich einen Teil glatt stellen. Minimum die Hälfte rausschmeißen und den Rest dann laufen lassen, weil wenn diese Marke, die 1,20, ebenfalls bricht, marschieren wir direkt wieder durch zu 1,2420. Die Marke, die kennen wir nur auch schon das ganze Jahr über. Wenn diese Marke bricht, dann ist diese für mich hier oben als nächstes relevant. Die Szenarien nachvollziehbar? Wenn Fragen sind, dann stellt sie jetzt oder schweigt für immer. Okay, er hat die Kante hier durchschlagen und wo waren denn schon im High? Er ist noch nicht so weit. 12,3,38 ist jetzt noch nicht die Welt. Lass die mal noch ein bisschen. Es kann ja nichts passieren. Im schlechtesten Fall fliege ich jetzt mit meinem Tagesziel raus. Und hier oben haben wir diese Unterkante und die 61,8. Das heißt, 100 Punkte höher würde ich auch ganz gerne mit dem Take Profit aussteigen wollen. Ist 1,1850 nicht Widerstand? So, jetzt gucken wir auch nochmal, wo war ich denn jetzt mit meinem, da, mit meinem Spielzeug? 1,1850, ja, 1,1850 ist als Widerstand zu werten. Aber auch hier rechne ich nicht mit großen Rückschlägen oder so, sondern diesen wird er wohl nehmen, weil hier oben drüber liegen die Stops von denen, die hier schon mal long unterwegs waren. Ist das richtig? Von denen, die hier unterwegs waren, liegen von denen die Stops hier. Da über diesen Bereich, machen wir ein bisschen größer, wollen aber lernen, ne? Da liegen da die Stops von denen. Jungs, enttäuscht mich nicht. Die wurden schon abgeholt, diese Nummern. Nämlich dieses Nachlaufen hoch. Hier wurden noch ein paar Bullen reingeholt, die, die sich hier oben drüber einstoppen lassen wollten. Die da drüber lagen, die wurden hier geholt. Dann wurden hier ein Teil rausgekegelt. Die dann hier geschortet haben, die diese Nummer hier für die nächste Shortnummer genutzt haben. Die haben hier oben drüber ihre Stops hingepackt. Hier oben drüber lagen einmal die Stops von denen, die auf Trendfortsetzung gehofft haben. Und dann, okay, ich lasse mich da oben drüber einstoppen, einen neuen Punkt 2. Hier oben entsteht ein neues Hoch. Ich nehme mal ein. Da. Hier haben wir diesen Widerstandsbereich, dieses Hoch und dieses Hoch. Das heißt, da wurden genug animiert, da oben drüber sich einstoppen zu lassen. Da oben drüber liegen Stop-Order für die Optimisten. Die wollen hier oben rein. Dann sind ein paar dabei, die haben hier ihre Limits hingelegt, weil sie gesagt haben, okay, das war jetzt nur eine Bestätigung von diesem Hoch, wir wiederholen jetzt diese Abwärtsbewegung. Die steigen da ein, legen da oben drüber ihre Stops. Diese Stops wurden hier schon abgearbeitet. Da oben drüber. Und dieses Hoch hier, diese 1,1850, Hartmut, diese 1,1850 ist in der Regel belastbar. Ja, wenn wir diese Nummer hier jetzt durchschlagen, die 1,1721, 1,1724, sowas diesen Bereich, wenn wir die hier nach oben durchschlagen, lässt die Belastbarkeit von dieser Spitze, wo auch ein Riesenvolumen gedreht wurde, hier, die lässt absolut nach. Die wird von den FIBO-Händlern kaputt gemacht. Meine Ansicht. Jeder muss ja seinen Stil finden, mit dem er arbeitet.
Das ist meiner. Der Angriff und der Anlauf auf diese Marke hier ist relativ rabiat erfolgt. Die Bullen haben absolut die Oberhand. Immer wenn wir genug Händler im Markt haben, wird im Moment hier gekauft. Dieser ganze Abverkauf, der hier nach dem Zinsentscheid entstanden ist, sollte jetzt hier wieder wettgemacht werden. Der Trendwechsel im Stundenchart, hier Bewegung, Korrektur, die zweite Bewegung abgebrochen. Das ist die erste. Und das ist die zweite Bewegung abgebrochen, und zwar genau da abgebrochen, nachdem die Stops von den ersten Optimisten hier unten geholt werden. So entstehen ja Doppelböden. Doppelböden entstehen ja immer dann, wenn die Stops irgendwo abgehakt werden. Auch meine Sichtweise. Deswegen, das erste Tief und das zweite Tief sollte tiefer liegen als das erste, damit die Berechtigung auch da ist. Dieses Tief muss entstehen, um die Stops hier zu holen. Guckt bei uns mal in den Blog, dort haben wir die Position letzte Woche beschrieben. Und dieses Setup hier unten, wir haben gesagt, bis zu 1,1517 darf er laufen. Das war, ach so, das waren den Tag die Zielbereiche. 1,1517 lagen unsere Zielbereiche. Das Tief hier 1,1509 und dieses Tief hier 1,1517. Und da durfte er auch hin. Damit sind die Stops hier drunter abgearbeitet. Um die braucht man sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Zünglein an der Waage heute 1,1685. Einmal aus dem Kanal und einmal aus den Fibo-Level und aus unseren Zielbereichen. Da 1,1685, 1,1689. Und dann geht's weiter hier oben über der 1,1720. Wenn die mit Schmackes genommen wird, idealerweise sogar Stundenschlusskurs da oben drüber, dann haben wir eine ganz faire Chance durchzumarschieren. Alle Positionen werden dann hier unten drunter abgesichert und die werde ich halten bis zur 1,2070. Das heißt, eventuell bei 1,2060 die Hälfte ungefähr glatt zu stellen. Moin, Thorsten, mein Favorit wäre, die Longs abzuholen seit 1,1510 und dann ein Hoch an die 1,1750 plus X. Kann man machen, ja, ist aber nicht meine Herangehensweise, auch nicht meine Denkweise, auch nicht meine Art zu analysieren. Nochmal, jeder muss ja seinen Stil irgendwie finden. Ich vermeide so eine komplizierten Szenarien. Ich handle jetzt seit 12 Jahren mit Euro Pro und seit 10 Jahren oder 9 Jahren ungefähr handle ich inzwischen mit meinen Zielbereichen. Und das ist für mich das Ausschlaggebende. Alles andere macht Spaß, mittelfristig zu analysieren. Die mittelfristigen Analysen berücksichtige ich immer nur für Ausstiege, um meine Exits eben zu finden. 1,1950, 1,2070. Wie gesagt, die 1,1950 kann für einen kleinen Rückschlag sorgen. Die 1,2070, da lauert zu viel. Da kann man sich auch breitschlagen lassen, um auszusteigen. Ansonsten mache ich die mittelfristigen Analysen nur dafür, wenn sie sich mit meinen Zielbereichen irgendwo decken. Mein Ziel ist es ja immer, die anderen Händler zu verstehen, sich in die anderen Händler reinzudenken. Wir betreuen irgendwie, ich weiß gar nicht, im Moment irgendwie 1200 Kunden in unserem Team. Und aus den Händlern kann man schon mal eine ganze Menge lesen. Wenn man dann weiß, wonach das Gros irgendwie handelt, dann versuche ich mir dort das rauszupulen, was die anderen machen. Was machen die anderen? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Wie kann ich mir die zunutze machen? Das, was ich jetzt hier auseinandergepflückt habe, ist ja das, was alle handeln. Ist ja genau das, was alle handeln. Wenn ich weiß, dass hier oben
etliche Glattstellen, nämlich zwei Händlergruppen. Die einen, die wollen Short und die anderen die Longs, die Longies, die nach FIBO handeln, die werden hier oben ihre Position rausschmeißen, so wie ich ebenfalls. Und die, die von dieser ganzen Bewegung kommen, die diese Korrekturen, die nach FIBO handeln, die werden hier ihre Short Limits hinpacken. Das heißt, hier sind Short Limits von denen, die Short wollen, und hier sind auch die, die ihre Long-Position glattstellen. Hier haben wir das geballte Volumen liegen. Je mehr Volumen da liegt, desto schneller könnte es auch gehen. Dieser Morgenshort jetzt von circa 19 abwärts war der für dich Thema oder gar nicht? Ich lese die Frage nochmal vor und dann würde ich ganz gerne mal einen von unseren alten Hasen, Nelson ist auch noch ein junger Hase, einen von den alten Hasen gerne fragen oder die Frage beantworten lassen. Dieser morgendliche Short jetzt von circa 19 abwärts, war der für mich Thema? Ja oder nein? Na gut. Also, dann versuche ich mal die Frage zu beantworten. Was brauchen wir, um Euro pro zu handeln? Wir brauchen übergeordnet einen Trend. Haben wir den? Ja oder nein? Also erstmal die Antworten, die jetzt hier reinfliegen, sind genau richtig. In so einer, wenn ich übergeordnet ein Long-Szenario habe, ein sehr krasses Long-Szenario, bis 1,2070 laufen sollte, handle ich keine Shorts. Definitiv nicht. Ich bin long im Markt unterwegs und ich hedge meine Positionen nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wir brauchen einen Trend. Einen Abwärtstrend kann ich hier irgendwo nicht so richtig erkennen. Alles. Der 5 Minuten ist unsicher, außer der Daily, der noch abwärts gerichtet ist. Dafür haben wir unseren Trendindikator hier. H4, H1, M15 ist ganz klar long und M5 ist im unsicheren Bereich. Hat sich noch nicht ganz klar entschieden. Deswegen kann ich nicht davon reden, wir haben einen Abwärtstrend. Und das ist der erste Punkt, den ich überhaben müssen. Das ist der erste Punkt, den ich beantworten können muss. Haben wir einen Trend, ja oder nein? Wenn ja, welche Richtung? Und wenn ich das nicht mit ja beantworten kann, das kann ich nicht. Wir haben keinen klaren Abwärtstrend hier. Dann brauche ich über eine Short-Position nicht nachdenken. Nur wegen den Zielbereichen jetzt hier Short zu handeln, mich gegen meine grundsätzliche Auffassung, gegen meine grundsätzliche Markteinschätzung zu stellen, ist oft tödlich. Einzige, was ich machen kann, meine Zielbereiche hier benutzen, um meine Long-Position aufzustocken. Lass den noch ruhig bis hier runterlaufen. Und dann kann ich hier drüber nachdenken. In Trendrichtung. Was machen die anderen Händler? Die anderen Händler wollen doch eigentlich nach oben. Hier haben wir ein belastbares Tief. Also suche ich mir den schwächsten Punkt und versuche hier mir eine Long-Position zu ziehen, nichts anderes. Ja klar, ganz strikt. Hier an der Börse kannst du nur strikt handeln. Wenn du hier nicht strikt handelst, hast du das Problem, dass es teuer wird. Aber kostet ja dein Geld, nicht meins. Muss nur mal gucken, ob ich hier zwischendurch schon was tun kann. Da, das ist zum Beispiel so eine Nummer. So, wenn ich da jetzt sage, die Nummer habe ich gestern hier massiv gelongt, auch gegen den Haupttrend. Da will ich die Korrektur einfach mitnehmen, weil wir ein dickes, fettes Plus eingefahren haben gestern mit den Short-Positionen. Wir haben über 500 Punkte, wo ich die eingezeichnet.
Da glaube ich, nee, gar nicht. Da. Wir haben in diesen Positionen dickes, fettes Plus eingefahren und deswegen habe ich mir auch erlaubt, hier im DAX mich gegen den Trend zu stellen. Ich habe auch im DAX nie, handle ich nie nach Euro pro oder so. Deswegen kann ich oder darf ich hier auch mal gegen den Trend handeln, was ich jetzt auch tue, muss allerdings die Position immer schön eng abgesichert, dann den Stop schön hinterherziehen. Immer wenn er hier so eine Fibo-Ebene erreicht, geht mein Stop hinterher. Entry pyramidisiert, wie man sieht, bei 12.291. Stop auf 12.311 auf 20 Punkte. Dem Tagesziel von heute steht hier schon mal nichts mehr entgegen. So. Und ja, im Euro handle ich strikt. Da, Zielbereich angelaufen. Zack. Sehr zügig. Und wenn ich meine Position aufstocken will, mache ich das hier unten mit einer Limit, knapp darüber. Diese Limit verarbeite ich als Limit Pullback mit 5 Punkten Rücklauf. Wir haben dann die 85 bis zur 70, also Stops 20 und Take Profit. Wir kommen von der 1,1685. Wir wollen bis zur 1,2070. Das wären 400, das sind 380 Punkte. So. Und schon ist die Position fertig. So einfach ist die eine Geschichte. Die zweite ist einfach mal gucken, ob sich das deckt. Da, wir dürfen bis zur 89, also machen wir es anders. Zack, wir schieben ihn bis dahin. Wir gehen knapp über der 89, ganz knapp geht da meine bei Limit hin. Ich bleibe bei 5 Punkten Rücklauf, weil wenn er jetzt hier runterschießt und mit einem Spike die 61,8 noch ganz kurz kaputt macht, was er machen könnte, um unseren Zielbereich hier abzuarbeiten, dann darf er hier ganz kurz durchspiken, wieder zurück, soll dann meine Limit so weit wie möglich hinterher schieben, um sie dann umzudrehen und um sie dann auszuführen und mit nach oben zu ziehen. So, dieses ganze Szenario ist für mich erst dann auf wackeligen Füßen. Das erste Mal, da haben wir das Tief von gestern. Das ist mir aber noch zu schwach, sondern richtig wackelig wird für mich das ganze Szenario erst da unten, wenn wir unter die 1,1625 fallen. Die sollte halten. Marken aufgeschrieben. Soll ich die nochmal abfragen? Ja. Gucken, wie ich auch die richtige Strategie drin habe. Zack, jetzt habe ich genau das Problem. Da muss ich die nämlich platzieren.
20 und 280 und 280. Da kommt sie hin mit 5 Punkten Rücklauf. So. Jetzt haben wir die auch fertig. Hätte ich jetzt beinahe ohne gucken, nicht, dass sie ja noch liegen. Nee, alles gut. So. Diese Nummer, da, die will ich jetzt haben. Die 20 Punkte kann er gerne nehmen. Da unten will ich hin. Den Zielbereich hat er in 5 Minuten jetzt kaputt gemacht. Den kann er jetzt bestätigen. Und in der nächsten Nummer kann er dann hier runtergehen und soll die so weit wie möglich vor sich herschieben, wie es nur irgendwie geht, damit die so tief wie möglich ausgeführt wird. Verständlich soweit? Sind Fragen dazu? Thorsten von. Nee, sind auch Fußball, auch Fußballfragen sind erlaubt. Da ist aber eine Frage noch von Carlos von 8.10 Uhr. Die ist noch offen. Carlos. Carlos, ich habe gestern Portugal gesehen. 8.10 Uhr. 8.10 Uhr. Das ehrt schon mal einen Portugiesen, dass er da überhaupt schon aufgestanden ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Seitdem die EU da ist, schlafen die bis 9, oder? So, hat die SKS noch Relevanz? Du sprachst ja von einem Pullback, das bei der SKS durchaus vorkommen kann. Das Spiel gucken wir uns mal noch an. Zack. So. Diese, da muss ich jetzt eine Zeiteinheit höher gehen, dann kann man es besser sehen. So, demnach haben wir hier erst den Kopf. Das Problem ist, wenn wir diese SKS jetzt handeln, wird es schwierig, die Schulter zu finden. Diese Schulter müsste sich dann hier in diesem Bereich ausbauen. Hier war die Geschichte schön sauber mit diesem Kopf. Jetzt hätten wir hier einen Doppelkopf. Ob das nur was wird oder nicht, können wir erst entscheiden, wenn wir über der vorhin erwähnten 1,1850 sind. Da. Von der 1,1850 wäre dann wieder ein Rücklauf möglich bis an die 1,1720. Da. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch die 1,1720 durchschlagen. Wenn wir die durchschlagen, dürfte es sehr zügig an die 1,1850 gehen. Dann dürfen wir wieder an die 1,1720. Und dann könnte man das eventuell als SKS, als noch gültige SKS mit einem Doppelkopf werten. Aber darauf möchte ich erst dann eingehen, wenn die wirklich relevant ist. Achim, warum machst du nichts im 1-Minuten-Chart? Oder sehe ich das falsch? Nee, weil es im 1-Minuten-Chart im Moment nichts gibt. Ich muss warten. Wir sind long unterwegs. Ich bin mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lot unterwegs. Und alles long. Ich bin mit 6 Lot long unterwegs und genau deswegen werde ich jetzt hier nicht shorten, sondern ich würde diese Position, die 6 Lot long, die würde ich jetzt hier in diesem Bereich aufstocken bei der 1,1885. Du hattest den Take Profit bei 3,80 und jetzt bei 2,80. Oh. Habe ich den falsch gelegt? 1,17.
10. Sorry, danke. Rechenfehler. Das ist so. Kopfrechnen schwach und an der Tafel geht's gleich gar nicht. Danke. Der zweite Punkt ist, es könnte sich es durchaus hier als Fake erweisen. Der Bruch der 98, das Ding könnte abmarschieren wie Schmidts Katze. Deswegen bin ich mit Longs hier absolut vorsichtig. Guckt euch die mit Shorts vorsichtig. Guckt euch die Short-Bewegungen an, wie unsicher die sind, und guckt euch die Long-Bewegungen an, wie schön zügig die unterwegs sind. Und ich will das Gefühl haben, richtig unterwegs zu sein. Und das kann ich erst dann, oder kann ich nur dann haben, wenn ich auch gut long unter, also mit dem Haupttrend gehe. So. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, um mir nicht zu viel kaputt zu machen. Okay, so viel ist es auch nicht. Viel mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen, wenn keine Fragen dazu sind. Ich hoffe, warum kann ich bei Order bearbeiten nichts einstellen, weil du keine Order drin hast? Du musst deine Order reinlegen, Karl, wenn du die bearbeiten willst. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben, da mal nicht, nehmen wir die mal, wenn ich jetzt hier unten noch eine Limit hinlegen will, da ich kann jetzt Order bearbeiten. Ach so, jetzt ist die markiert hier. Ich muss hier jetzt erst eine Order hinlegen. Guck mal, die ist jetzt drinnen mit 5 Punkten Limit Pullback. Wenn ich jetzt hier eine neue reinlege, haben wir Limit Pullback 1. Erst dann, ich muss immer diese Order markieren, die ich auch bearbeiten will. Wenn ich da drauf gehe, ist die Limit 5 Punkte Rücklauf. Wenn ich da drauf gehe, ist die Original mit 1 Punkt Rücklauf. Dann muss ich alles wieder ändern. Also eine Order reinlegen und dann markieren. Auf die Order vorher klicken und dann bearbeiten. Okay? Und dann geht das auch. Du siehst, wenn ich jetzt keine Order markiert habe hier, einfach nur einen Chart geklickt habe, dann geht gar nichts. Gibt es eine deutsche Beschreibung vom Stereo-Trader? Ja, wir haben eine. Die haben ein paar Leute bei uns aus der Community mal übersetzt. Die ist aber nicht so ganz astrein. Und Papa Dirk, der schimpft dann immer ganz gerne mit mir. Also wir würden aber zur Not, können wir damit aushelfen. Auch wenn die nicht perfekt in der Rechtschreibung und so weiter ist. Es ist eine Eigenkreation und hat mit Dirk nichts zu tun. Muss ich fairerweise mal sagen, um seine Ehre zu retten. Nicht, dass er auf Dirk rumhackt und sagt, was ist denn das für ein Scheißding? Nein, das haben wir bei uns in der Community alleine gemacht oder machen lassen und die kann man auch bei uns anfordern. Schickt uns dazu einfach eine Mail. Gell? Kann man mal das Bild so programmieren, dass die markierten Order besser erkennbar sind? Mein lieber Christian, schick mir das bitte mal per Mail, dann muss ich dann mal mit den Jungs reden, ob das geht. Irgendeinen Weg schon finden, der sich dafür stark macht und das eventuell möglich macht. Brauche ich aber per Mail, weil das hier ist nachher gleich weg. So, Jungs und Mädels, wenn ich jetzt da rausgucke, dann will ich euch gar nicht sagen, was ich sehe. Der Himmel reißt nämlich auf und die Sonne kommt durch. Wir haben inzwischen schon 9 Grad draußen. Und jetzt werden wir schon mal ein bisschen Haken wetzen und sehen, dass wir an die frische Luft kommen. Wir brauchen nicht mehr allzu viel tun. Ihr könnt bei uns im Blog heute noch, also diese Woche noch, könnt ihr alle Positionen, die wir dort beschreiben, könnt ihr dort nachvollziehen. Wir haben alles freigeschaltet, auch auf unserer Facebook-Seite werden wir die Position soweit betreuen. Den Rest werde ich nachher vom Boot aus, vom Handy aus machen. Deswegen legen wir das hier alles um in die Cloud oder auf den Server und lassen die Position dort abgesichert laufen, damit ich es vom Angeln aus, nachher vom Boot aus, auch mit dem Handy betreiben können. Dieses ist für die nächsten 10 Tage meine letzte Veranstaltung. Ich habe mich nur breitschlagen lassen oder den fußballgeschwächten Brasilianern zuliebe. Ich habe gesagt, okay, wir machen heute noch das Webinar. Die nächsten 10 Tage werde ich mir eine Auszeit gönnen und
auch mal ein paar Tage Urlaub machen. Wer denkt, das ist ja die ganze Zeit Urlaub, der ist auf dem falschen Weg. Wir verlagern im Grunde genommen über den Sommer nur unseren Arbeitsplatz. Wie man sieht, wir arbeiten ganz normal, aber jetzt sind mal ein paar Tage Ruhe angesagt. Die letzten Wochen waren wirklich mehr als stressig. Eins könnt ihr mir glauben, auch ein erfahrenen Händler, zu dem zähle ich mich irgendwie so ein bisschen, haut dann so ein Ding um, so wie am 14., wenn es einem die ganze Performance von 2 Wochen oder von 3 Wochen an einem Nachmittag zerlegt, dann zehrt das schon an den Nerven und die wollen wir jetzt mal ein bisschen schonen, Mund abwischen, weiter essen und das werden wir jetzt auf dem Wasser tun. Wenn Fragen dazu sind, bitte, bitte alles per Mail an die hallo@forexpro-systeme.de. Ich glaube, Nelson ist bestimmt morgen, heute oder morgen eine Nachfassmail so nett und packt da unsere Kontaktdaten rein. Weil meistens ist er nett, der kann das auch. Die Aufzeichnung werde ich jetzt konvertieren und werde sie heute Mittag hochladen. Dann dürfte die zu sehen sein. In diesem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden und danke an FX Flat und Nelson, dass ich hier jetzt 56 Minuten lang dummes Zeug labern durfte und freue mich vielleicht auf die nächste Veranstaltung. Ich glaube, In 2 Wochen, 10. Juli. in 2 Wochen. Deswegen muss ich meinen Urlaub nämlich verkürzen. Ja, aber super, dass du auch mal auch gezeigt hast, dass du auch mal daneben haust. Na klar, hau ich daneben. Volle Granate. Das tut sogar richtig weh. Gell? Börse ist kein Ponyhof. Okay? Und wie hat Christoph noch so schön gesagt, die Börse ist kein Konjunktiv. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Ich gehe jetzt angeln. Heute Abend soll es Fisch geben. In diesem Sinne euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Wenn Fragen zu dem sind, was wir hier machen, was wir gemacht haben und so weiter, schickt uns einfach eine Mail. Wir sehen immer zu, alles offen und ehrlich zu beantworten. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Danke nach Ratingen, nach Deutschland, nach Österreich, nach Schottland, wo ihr auch immer alle herkommt. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, danke dir, Thorsten. Du hast schon alles gesagt und auf jeden Fall danke, dass wir den Termin heute noch machen konnten. Ja, wie ich schon erwähnt, in 2 Wochen geht's weiter hier mit uns zusammen. 10. Juli, wie immer, 7:15. Ich wünsche Ihnen natürlich noch auch eine schöne Woche. Viel Erfolg beim Handeln. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und Thorsten, noch einen schönen Urlaub, aber wir hören uns sicherlich nochmal. Also, tschüss Ja. zusammen. Und die Aufzeichnung kommt einmal bei Thorsten auf seinem Kanal und natürlich auch bei uns. So, dann Schluss für heute. Tschüss zusammen. Ciao.